Variant-Cover. Ich liebe sie. Ciao und hallo, hier ist ein kleines Ergänzungsvideo zu meinem anderen Video, das ich euch gezeigt habe über Shazam. Und ich wollte euch auch dieses Variant-Cover nicht vorenthalten. Ich finde es super, es zeigt Shazam, wie er liest, wie er seinen ersten Auftritt in Wiz Comics hatte. Ja, kann man das erkennen? Ich hoffe doch. Und ich finde es einzigartig. Ich weiß bloß nicht, warum es immer noch auf einem normalen Verkaufswert von 3,99 oder so stagniert oder bleibt. Vielleicht raffen viele diese Genialität nicht, diese Covers. Das zeigt, wie das jetzt ist in der Serie. Das ist nämlich die Ausgabe 5 von der aktuellen Serie und wie die Anfänge waren. Diese Brücke, die man gespannt hat zu den Anfängen und zu den jetzt, dass auch der Kinofilm draußen ist und so weiter und so fort. Das finde ich sehr gut gemacht. Tolle Idee dahinter. Vielleicht ist die Farbgebung halt mit diesen Türkis oder so nicht so ganz jedermanns Geschmack. Ich finde das aber trotzdem ein sehr geniales Cover und muss das unbedingt haben. Ja, an sich habe ich ja auch das normale Heft, die Nummer 5, habe da auch reingelesen. Ich habe es auch digital. Und ja, digital, das ist auch immer so eine Sache, ne? Also ob es jetzt Comixology oder wie auch immer, DC hat ja ihre eigene App, Marvel hat ihre eigene App und Comixology hat von beiden die Sachen in ihrer App und von anderen Verlagen auch. Und deswegen bin ich natürlich versucht, weil ich auch von Marvel und DC immer Verschiedenes mag, dass ich dann von Comixology mir das hole. Aber es ist auch so, während DC sowohl für die Digitalprodukte als auch für die Heftprodukte ihren Preis verlangen, macht's Marvel ein bisschen anders, was ich besser finde als Konsument, sage ich mal, weil Marvel hat in ihren Heftchen immer hinten so einen digitalen Code, ja, wo man es digital einlösen kann. Das heißt, man kauft das Heftchen, das richtige Heftchen, ne, und dann hat man hinten den Code, löst es ein in den ihr Plattform oder online und dann hat man auch das digitale Heftchen auch für denselben Preis quasi, also ohne zweifach zu bezahlen. DC macht das nicht so. Die haben früher das einmal gemacht bei Nummer 1 Nummern oder so, beziehungsweise machen sie es heutzutage, glaube ich, auch noch manchmal, aber die machen es nicht mehr so, dass sie in ihren Heften die Codes haben, sondern die wollen sowohl für das Printheft als auch für das digitale Heft wollen sie Geld haben. Das ist etwas, wo ich denke, okay, dann hole ich mir lieber mehrere Sachen bei Marvel, weil dann kriege ich gleich für denselben Preis zweifach. Und zwar einmal, um es mir irgendwo hinzulegen oder hinzustellen oder irgendwie in Kartons zu lagern, ja, das richtige Printheft und dann noch für digital, um es irgendwie auf dem Handy oder irgendwo mit der App unterwegs auch nachlesen zu können, jederzeit, ja. Das finde ich dann ein bisschen geschickter gemacht von Marvel und finde es ein bisschen traurig halt, dass DC vielleicht wieder einmal eine Fehlentscheidung getroffen hat. Naja, aber eigentlich geht es hier auch schon um Shazam. Jetzt erzähle ich wieder so viel über andere Sachen. Sorry. Aber in den Kommentaren könnt ihr gerne mal euren Senf dazu lassen. Ja, was ich euch noch zeigen wollte. Ich hatte euch ja in dem anderen Video, wie gesagt, Shazam ein paar Sachen gezeigt von Alex Ross zum Beispiel. Die Macht der Hoffnung von Shazam. Da sind seine Zeichnungen drin. Und jetzt habe ich mir die Anthologie gekauft. Und siehe da, dieses Cover von Alex Ross. Ne? Dieses Cover von Alex Ross. Shazam, Anthologie, Cover. Ja, wunderbar. Und die Geschichte von der Macht der Hoffnung ist auch mit drin. Obwohl es eigentlich nicht, also in der Geschichte geht es eigentlich nicht um viel, aber dann doch wiederum um einiges, weil es wird da die Hoffnung der Kinder im Krankenhaus wieder quasi entfacht durch Shazam, der sie besucht. Er redet ein bisschen mit den Kindern im Krankenhaus und ja, macht ihnen wieder Mut, egal was in ihrem Leben passiert ist, auch wenn sie zum Beispiel im Rollstuhl sind oder privat in der Familie was passiert ist und so weiter und so fort. Ja, eigentlich, also das Ende ist genial von dieser Geschichte. Aber ich kann es leider nicht spoilern, weil es würde zu viel vorwegnehmen. Der Anfang wiederum ist, man kennt ja diesen weißen Magier namens Shazam, der Billy Batson zum Shazam gemacht hat, zum Captain Marvel eigentlich ursprünglich. Ne? Diesen weißen Magier kennt man. Und der sagt zu Beginn der Geschichte, du solltest dieses Krankenhaus mal besuchen und Kindern neue Hoffnung vielleicht schöpfen oder so. Vor allen Dingen ein Kind braucht unbedingt neue Hoffnung. Ja. Und er besucht dann das Krankenhaus und rätselt immer, wer das Kind denn ist.
Und da finde ich das Ende wiederum genial gemacht. Aber natürlich gibt es viele andere Werke noch, vor allen Dingen auch der Erstauftritt von Shazam, beziehungsweise Captain Marvel. Und zwar geht das ja von diesem Captain Billy aus, der hat das ja erfunden. Er wurde Captain Billy genannt, ja. In Viz Comics Nummer 2 ist der erste Auftritt von Captain Marvel. Dann geht man auch ein bisschen auf die Geschichte ein, wie das dann war mit Superman-Plagiat und so. Sehr nett, obwohl ich Anthologien immer so ein bisschen als zweischneidiges Schwert empfinde, weil wenn man wirklich ein wahrer Fan ist von Batman, von Superman, von irgendeine andere Figur, wo es dann eine Anthologie gibt. Und dann denkt man immer, die Anthologie muss die besten und größten Geschichten beinhalten. Und dann sieht man als Fan, dass diese eine Geschichte oder der eine Spannungsbogen, den man so abgefeiert hat, in dieser Anthologie gar nicht vertreten ist. Und man fragt sich nur, warum? Ja. Diese Anthologie kann ich halt empfehlen, von dem, was drin ist. Komischerweise ist das auch mit dem super Bauchreden drin. Ja. Als Superman seine Cousine ruft, weil er mit Shazam nicht klarkommt. Und das ist auch mal als EHPA-Band, den ich auch in meinem Video gezeigt habe, erschienen. Superman gegen Shazam. Ja. Da ruft Superman seine Cousine durch super Bauchreden. Superman gegen Shazam, wenn Welten kollidieren. Genau, so heißt die Geschichte. Ich hab's. Also, hier kämpfen sie, Superman und Captain Marvel. Oh, Entschuldigung, Shazam. Und. Also da unten sagt er noch so, ich muss meine Cousine mit Superbauchreden holen. Ja? Und dann mit Superbauchreden sieht sie wie so ein Schild an der Wand. Hier so von wegen, ja, Supergirl, ich brauche deine Hilfe, Cousinchen, komm mal vorbei. Ne? So. Ja. Finde ich ganz gut gemacht, dass so Highlights mit drin sind. Auch aktuellere Sachen. Die ganz aktuelle Serie ist natürlich nicht da drin. Ein anderes Buch, was ich euch noch kurz zeigen wollte, ist Shazam und die Monster Society. Das liest sich so ein bisschen wie eine Elseworlds-Geschichte. Da sind nämlich Billy Batson und Shazam in ein paar Szenen wirklich beide zusammen zu sehen, als wären das zwei getrennte Personen. Es ist auch so, dass im Prinzip sind es auch zwei getrennte Personen. Der Shazam ist also nicht mehr der erwachsene Billy Batson, sondern eine ganz andere Person, die sich dann halt quasi immer den Körper teilen. Und in dieser Szene reist Shazam an den Anfang der Zeit, ja, um in diese Höhle von dem Magier zu kommen. Und da sind sie beide dann dort beim Magier, der Shazam und Billy Batson, zwei getrennte Personen. Wenn Billy Batson also Shazam ruft, dann verwandelt er sich in die andere Person namens Shazam. Und wenn Shazam wieder das ruft, dann verwandelt er sich in die andere Person Billy, zwei getrennte Personen. Das fand ich auf der einen Seite eine interessante Idee. Auf der anderen Seite nimmt so ein bisschen das weg, dass Shazam quasi immer noch diesen jugendlichen oder kindlichen Leichtsinn hat und diese Verspieltheit und eigentlich nur ein kleiner Junge ist, der versucht, Erwachsenenproblem zu lösen. Das macht ja auch ein bisschen das Flair von Shazam aus. Ihr könnt mir ruhig in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr das seht. Also ich fand es auf der einen Seite mal interessant in dieser Geschichte. Auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass es nicht quasi dauerhaft so gemacht worden ist, dass sonst dieses Kindliche verloren gegangen wäre von Billy in Shazam drin. Ja. Also ich mag das, dass Billy in einem Erwachsenenkörper versucht, irgendwie sich erwachsen darzustellen und aber es einfach nicht ist und manche Sachen von den Erwachsenen gar nicht verstehen kann. Ja. Das ist nämlich auch ein bisschen so eine eigenwillige Komik und Dynamik, wenn er sieht, was Erwachsene so machen und denkt, warum machen die das? Das ist doch Schwachsinn, ja, und so. Oder aus dem kindlichen Gespür gar nicht weiß, was da so für Anspielungen laufen oder sowas. Ja. Davon lebt, finde ich, auch die Figur Captain Marvel oder Shazam. Da wird die Monster Society aufgegriffen. Die Monster Society war ja auch immer wieder so eine Vereinigung von verschiedenen Gegenspielern von Shazam. Entschuldigung, dass ich immer Captain Marvel sage. Für mich war das immer Captain Marvel. Als ich die Figur kennengelernt habe, da hieß noch Captain Marvel, beziehungsweise gab es Shazam auf dem Titel, aber innen drin wurde immer Captain Marvel genannt. Ja, die Geschichte selbst ist nicht schlecht gemacht. Im Prinzip ist Shazam mehr oder weniger selbst schuld und Billy Batson auch. Also es sind ja dann zwei Personen, dass es so gekommen ist, wie in der Geschichte es gekommen ist, beziehungsweise konnten die auch nicht ganz alles verstehen,
warum dies oder jenes sie nicht machen durften und das deswegen dann dazu gekommen ist, dass das so eine Dramatik hatte. Und ja, und weitere Verwicklungen, die noch daraus resultieren. Sie beide aber finden ihr Heldentum sozusagen im Verlauf der Geschichte, verwenden vieles zum Guten und kriegen auch Hilfe von der Schwester von Shazam. Ja, Mary ist auch dabei. Und der ganze Hintergrund ist nur ein bisschen anders als von der Shazam Family da drin. Das ist nämlich auch noch erwähnenswert. Billy weiß gar nicht, dass er eine Schwester hat. Er ist wie ein Obdachloser. Ist ja auch diese Hintergründe immer wieder, wie Billy auf der Straße gelandet ist oder so, in verschiedenen Geschichten, dass seine Eltern nicht mehr leben und er bei seinem Onkel eigentlich war, aber sein Onkel wollte nur das Geld, das Erbe haben und hat ihn auf die Straße gesetzt und so. Ja. Und so ist der Hintergrund auch in etwa in diesem Werk, wo Billy Batson eigentlich so ein Obdachloser ist, der in stillgelegten Häusern wohnt und sich die Behausung mit Ratten und Kakerlaken teilt quasi. Ja, und diese Kakerlaken sind für die Geschichte dann auch wieder von Bedeutung so ein bisschen, aber das liest er natürlich selbst am besten. Als ja, abgeschlossene Geschichte in einem Band finde ich ganz gut. Kann man durchaus lesen, ist sehr gut gemacht, hat ein paar neue Ansätze drin, wie auch gesagt, dass Billy Batson und Shazam zwei getrennte Persönlichkeiten sind. Die Zeichnungen selbst sind natürlich auch gut gemacht. Ich gebe mal ein paar Einblicke, aber war mir manchmal doch ein bisschen zu kindlich. Es richtet sich vielleicht auch eher an ein etwas jüngeres Publikum, möchte man meinen, wenn man manche Zeichnungen so sieht. Auch die Todsünden, ne, sind ein wenig ja, verniedlicht worden, sage ich mal, von Jeff Smith. Ja. Jeff Smith hat die Story und die Zeichnung gemacht. Ja. Auch mal diese Seite nochmal präsentieren. €22 immerhin. Aber ein fettes Buch, kann man schon fast sagen, das man sich in ein Regal stellen kann. Finde ich wunderbar gemacht. Ja, das waren meine neuesten Errungenschaften von Shazam. Bitte mal eure Meinung, was ihr so an bedeutenden Shazam-Geschichten empfindet. Ich hoffe, dass Panini dieses Cover als Variant-Cover in ihren Veröffentlichungen 2019 von Shazam irgendwann macht. Beziehungsweise, ja, das erste Werk soll ja irgendwann im September, glaube ich, kommen. August, September. Mit den ersten fünf Heften, das ist das Variant-Cover vom fünften Heft. Vielleicht nehmen Sie es aber für die zweite Veröffentlichung. Also Panini wäre super, wenn dieses Cover auch als wirkliches Cover von einer Veröffentlichung genommen wird. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Es ist auch heute Sonntag. Ciao, macht's gut. In den Kommentaren fleißig schreiben. Ne?